Kamera läuft? Kamera läuft. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ich heiße doch nicht Jan. Was ist das denn hier? Das ist ziemlich aggressiv, die Stimmung. Hallo Uwe. Gut, Uli. Wie geht's dir? Ich. So ist Ostern. Urlaub kann man bald zu Hause machen, oder? Ja. Also, Maler hat sich ja erledigt. Und wir müssen nochmal neu anfangen, weil es war Ostern. Oder gibt es eine neue Karte jetzt? Nee. Scheiße. So ist das, wenn man mal also verwascht. Ja. Du hast alles kaputt gemacht. Ich, alles ich mach mal. Das. Ja? Ich kann es ja wegschneiden. Hallo. Gut, Uli. Na, wie ist es? Herrlich, wir haben Ostern hinter uns gebracht. Super, Ostern war klasse. Ostern ist total schön. Eier gefunden? Ja, ich habe ein paar gesucht, ein paar sehr gefunden. Schön. Klar. Ja, toll. Wir haben eine neue Karte. Eine neue Karte, aber wollen wir was dazu trinken? Wir trinken auch mal was. Endlich! Endlich! Ich dachte, du fragst mich nicht. Wir haben ja über Ostern mal eine Zeit lang nichts getrunken. Ja, und jetzt trinken wir aber nichts? Jetzt wird es viel schlimmer. Oh Gott, was hast du denn? Jetzt wird es viel schlimmer. Es ist ein Fruchtsecco. Ein was? Wir sind am Verzweifeln. Was sollen wir denn machen die ganze Zeit, wenn wir nicht aufmachen? Ja? Ja. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, die wollen uns Pfingsten erst wieder aufmachen. Jetzt, Pfingsten? Wann ist denn Pfingsten? Ist das nicht immer so 6 Wochen nach Ostern? Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn du hier auf unseren schönen Marktplatz rausguckst, ja, der historisch, was muss man dann mal dazu sagen, geschützt, denkmalgeschützt, historisch, toll. Genau. Warum kann man da nicht jetzt mit allen Gastronomen mal so 10 Tische dahinstellen, so in 5 Meter Entfernung? Oder können die Leute sich doch Essen abholen und sich da wenigstens hinsetzen? Es ist verboten, ja. Aber das wäre doch mal schöne große Müller in die Mitte und gut, los geht's. Warst du noch nicht in Mainz? Ich wollte schon in Mainz essen. Die dürfen ja seit anderthalb Wochen schon draußen Essen verkaufen. Welche Polizei hast du es? Das wird mir immer so verboten. Also was das ist jetzt? Was? Das ist ein Fruchtsecco. Das ist einfach was ist denn? Eine Fruchtsaftschorle mit Spritz. Und sowas läuft hier nicht ab? Und so. Das ist Gott sei Dank erst gekommen. Oh Gott. Schmeckt aber gesund. Ja, es schmeckt weniger schlimm als gedacht. Ja, schmeckt sehr gesund. Super. Dann reden wir doch gleich über unsere neue Karte. Genau. Eine Ausgeburt an Gesundheit, biologisch, regional, größtenteils aus deinem Garten, wie immer. Der Großteil. Genau. Außer ja. Spargel. Spargel musste ich aussourcen, weil ich keinen schlechten Boden habe. Schlechten Boden für Spargel, okay. Ja. Gut, okay. Spargel kommt woanders her. Wir haben mal Spargel, das ist ja schon mal was. Ne? Genau. Ich sehe, und zwar, wie haben wir den Spargel? Ich habe gedacht, wir machen den mal in vegetarisch, ein bisschen gebacken. Mhm. Auf grüner Soße. Dazu ein paar Kartoffeln. Ja, also einfach mal. Jetzt kein großer Donnerschlag, nichts Außergewöhnliches im Vegetarischen, sondern einfach die Sachen, die wir jetzt haben, perfekt auf den Punkt gebracht. Das finde ich super. Fangen wir doch mal an. Vorspeisen. Ich meine, wir blenden das ja alles immer ein. Wir brauchen das jetzt nicht runterreden, was mir so aufgefallen ist. Ich hoffe, ich schon wieder, also ehrlich gesagt, die Karte ist nochmal Kompliment an euch. Gerne. Voll Bock. Ja. Also das ist, ich bin, wenn mich jemand treffen will, jeden Tag hier ab heute. Erstes Mal hier so gebackener Feta-Käse mit Knoblauch, Pimentos de Padron, Thymian und so. Klasse, Wachtelbrust mit Miso und Erbse. Dann habe ich hier aber auch gesehen, ihr habt Lachs ausgebeizt. Das ist jetzt nichts genau. für mich. Aber was ist dabei? Das Grundlegende ist, wir haben eine rote Beete eingelegt. Mhm. Also gebeizt. Das heißt, es ist auch noch ein schöner Rotstich. Ja. Ein schöner Rotstich obendrauf. Viel Dill, ja, also alles, was auch so ein bisschen in die Kräuterrichtung geht, machen einen Blutampfer dazu. Mhm. Und es gibt ein bisschen grüne Soße auch dabei. Grüne Soße und ein Spargelsalat. Steht hier zumindest auf der Karte. Hat man also alles in einem, das vegetarische Gericht, grüne Soße und Lachs. Ja, also der rohe Spargel wird roh aufgeschnitten, hauchdünn und dann mit ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft und so angemacht. Also das wird halt echt schön. Sehr gute Kombi. Da gibt es wieder gefüllte Spitzpaprika, habe ich gesehen. Dann haben wir hier auch, übrigens auch vegetarisch. Dann gibt es, gut, Backfisch immer sowieso, aber ja. Fleisch habe ich jetzt gesehen, habt ihr eine Kalbsfrikadelle gemacht. Das finde ich ja klasse. Champignon-Rahmsoße, Rotwein, Honigzwiebeln, Bratkartoffeln. Wir saßen zusammen und haben gesagt, hier, was wir lange nicht hatten, eine richtig schöne Frikadelle. Ja, und dann dachte ich mir, gut, Kalb ist halt das, was wir hier am meisten verkaufen.
Ja, also machen wir auch eine schöne Kalbsfrikadelle. Genau, schön hell, ja. Ja. Und natürlich auch geschmacklich toll. Ja. Ja, es musste wieder was sein. Es ist ein tolles Gericht und wer isst nicht gern mal eine Frikadelle? Ja? Wer isst nicht gern mal eine Frikadelle? Ja, sehen wir so aus, ja, ja. Das hast du zugesagt. Ach so. Burger, gibt es eine neue Kreation zwischen, wir haben wieder ganz viele Burger, zwei sind mir aufgefallen, Philly Cheeseburger. Provolone? Genau. Das ist eine scharfe Nummer, da? Da ist ein bisschen Pepperoni mit drin, ja. Okay. Also so semi. Ja, also so auch auf ein bisschen auf unser Publikum abgestimmt. Wenn einer extra scharf will, kann das nachbestellen. Wir machen eine richtig schöne Provolone, eine warme Soße. Ja, das heißt, wir braten unsere kleinen Fleischstücke, auch aus dem Rostbeef. Und dann kommt da diese warme Provolone-Soße drüber mit ein paar Chili-Stückern drin. Das wird gut. Ja, sehr schön. Und da gibt es vegetarisch einen Halloumi-Burger. Halloumi ist ja, kenne ich aus Zypern oder beziehungsweise aus dem arabischen Raum, ja. Dieser Quietschkäse, ne? Genau. Aber den werden wir auch einlegen, dass er sich noch ein bisschen Geschmack nimmt. Ja. Aber es ist halt tatsächlich, wenn er gut mariniert ist, ist das wie ein schönes Steak für den Vegetarier. Wir essen ja das viel Cheese. Ziegen sind aus deinem Garten. Die Ziegen wohnen relativ nah an. Sind wir schon durch. Sag mal, was mir noch aufgefallen ist, unsere Baumkuchenspitzen, die ihr jetzt gebacken habt, die verkaufen wir nicht, ne? Die sind nicht zu verkaufen. Höchstens auf Vorbestellung. Weil die habt ihr ja für Jaltig gemacht als Besprechungskekse. Genau. Deine Baumkuchenspitzen mit Schokolade. Und jetzt mache ich laufend Besprechung, obwohl gar niemand kommt. Nur wegen Baumkuchen. Ganz oft in den Besprechungsraum. Ja. Ja. Nein, das ist natürlich so ein selbstgemachter Baumkuchen. So ein bisschen aufwendig, aber das ist natürlich schön. Ne? Ja. Das kann man schon mal so wegsnacken. Ja, hat Spaß dabei. Ja. Das schmeckt man nachher. Das muss sehr auch gut sein. Was wir, glaube ich, noch sagen müssten, ist unser Dessert. Ja, natürlich greifen wir auf Rhabarber zurück. Ja. Haben eine Tiramisu. Eine Tiramisu. Und machen die Creme, damit es ein bisschen exotisch wird, ein bisschen unseren House-Style bekommt, machen wir die Creme mit ein bisschen Matcha, also mit grünem Tee. Mhm. Ja, also das passt auch unglaublich schön mit dem Rhabarber zusammen. Sollte eigentlich auch erwähnt werden. Haben wir jetzt da, dann können wir gleich mal probieren. Genau, mach mal. Oh, sehr gut, da freue ich mich. Perfekt. Ja, prima. Und wann hast du uns gesagt, sitzen wir draußen? Ich dachte, weißt du, wann wir draußen sitzen? Wenn es richtig stockdunkel ist und uns keiner sieht, weil wir sonst verhaftet werden. Verdammt. Vergiss es, wir fahren ein. Da gibt es hier kein Essen mehr, keine Abholkarte, nichts mehr. Okay. Deswegen, wir sitzen nicht draußen. Dann sitzen wir nicht draußen. Ja, schade. Vielleicht hole ich mir ein paar Sachen ab und setze mich damit raus. Aber natürlich nicht hier. Perfekt. Auf unserem historischen Marktplatz. So machen wir es, Uli. So machen wir es. Also, super. Können alle kommen, bestellen. Logisch. Mittags, abends läuft. Wir sind da. Sehr gut. Wir auch rein. Ciao. Bis dann. Ciao.